Da bin ich gespannt, was hier draus geworden ist. Lass es aufmachen. Check. Das ist in matt lackiert, wenn das ungefähr so aussehen lässt. Da bin ich gespannt, was hier draus geworden ist. Und zwar, wir haben das über Nacht jetzt stehen lassen. Die Teile, wir haben die gestern gebacken. Ich sag mal, im Autoklavenbereich nennt man das Backen. Ja? Lass es aufmachen. Ja. Ah, funktioniert doch. So, komm ein bisschen näher. Kannst du rausfahren. Die Tüte sieht gut aus. Hier sehen, die Flecken. Wisst ihr, was das ist? Das ist im Prinzip das überflüssige Harz, was wir mit diesen Filz rausholen, damit das Teil wirklich sehr, sehr leicht ist. Ja? Das unterscheidet quasi den Autoklaven zum Handlaminieren. Ja? Dass die Teile wirklich sehr leicht sind. Und trotzdem sehr stabil. Und man sieht halt alles gut. Ja, also das sitzt schon richtig gut, richtig straff. Das ist das Wichtige. Wenn die Tüte zum Beispiel platzt, ja, hier mit dem Band quasi unter Vakuum, wenn die Tüte platzt, ist das Ding kaputt. Ja, also kann man das Teil wegschmeißen. Ist ein bisschen Fummelarbeit, aber das nehmen wir gerne in Kauf, wenn die Teile am Ende schön sind. Ja. Das ist die Abrissfolie, damit quasi dieses Filz, kommt hier, damit dieses Filz nicht an den Carbon kleben bleibt. Weil das ist ja wie so ein Gewebestoff, ja. Und im Prinzip hier drinnen, kann man sehen, ein bisschen näher. Diese ganz feine kleine Löcher, die die Luft raussaugen quasi zwischen dem Carbonteil, ja, zwischen dem Carbonteil und diesem Filz. So, Olli, guck mal ganz kurz. Ja, halt fest. Olli ist mein Sicherheitsfaktor. Mach so. Mach so. So. Also. Dann gucken wir, wie das Teil rausholen. Check. Sehr gut. So sieht's aus. Sehr schön. Schönes Teil. Also, ja, sieht gut aus. Carbon bekommt diese feine Struktur erst dann, wenn das lackiert wird. Ne? Nochmal, die ganzen Kanten werden jetzt weggeschnitten. Man kann das mit CNC-Fräser machen. Wir haben aktuell hier vor Ort keine, aber wir bekommen eine. Definitiv. Ja, machen wir jetzt die Kanten weg. Machen wir eine Klebekante von innen. Ne? Also alle Produkte, die wir jetzt bauen werden in Triolsenqualität, ist ein P. Cool, ne? Und diesen Kreuz, kann man sehen, diesen Kreuz kann man auch erkennen, dass man quasi diese Ventile benutzt. Ja, das sind die besten, eigentlich im Autoklavenbereich sind das die besten Teile. Ne? Und die verteilen quasi die Luft, also die ziehen die Luft hier durch den Ventil. Das wird ja quasi wie im Kreuzverfahren von überall weggesaugt. Schönes Teil. Wenn ihr vielleicht Carbonteil habt, und das ist eine Folie, das ist ein sehr gutes Zeichen. Nicht wegen minderwertiger Qualität, sondern dass die Teile in Autoklaven gemacht worden sind. Die sind fehlerleicht. Ja? Gestern war der GP hier. Und ich bin mal selber überrascht, wie leicht die Teile sind. Also wirklich, guck mal, die können wirklich sehr, sehr, sehr leicht. Ne? Soll ich mal irgendwann so eine Waage holen und das zum Beispiel jetzt auch wiegen mit dem Carbon, ja, und mit dem, ja, mit dem 3D gedruckten Sachen? Ja, wollte ich mal sowieso machen. Schau mal, wir schneiden jetzt die Kanten ab, ja, und dann machen wir was zum Lackieren, lackieren dieses Teil und dann seid überrascht. Aber die Fläche ist schon sehr gut,
schaut mal, die ist sehr, sehr glatt. Ja? Normalerweise, wenn die Fläche so ein bisschen rau ist, wie auch immer, vielleicht, ja, wenn das anschleift jetzt, ne? Mit 3000er Schleifpapier, anschleifen, ist das Ding Baby und glatt. Hier nochmal in etwas heller, da in der kleinen Halle, wo der Autoklave steht, ist ein bisschen dunkel. Schaut mal, so sieht das aus. Wirklich sehr schöne glatte Fläche. Kann man das sehen auf dem Video, Olli? Ja, sieht man. Ja, bin gespannt. Wer nicht. Wenn das lackiert wird, wird es schon krass aussehen. Wie gesagt, aussehen. Das wird noch abgeschnitten, ja, und ab zum Lackierer. 2000 Jahre später. So, und das ist das fertige Teil. Schaut mal, das haben wir von Lackierer abgeholt. Ja, guck mal. So sieht es aus. Kann man das sehen auf der Kamera? Ja. Hier, Kanten. Guck mal, hier. Komm ein bisschen näher, So. Hätten wir das in matt lackiert, würde das ungefähr so aussehen jetzt, ne? Klar, durch die Struktur wäre natürlich wie auf dieser Seite, ja? Nur so, ne? Das ist die Klebekante. Hier haben wir noch an der Klebekante haben wir so eine Stufe eingebaut, dass quasi, wenn wir hier das verkleben, das hat nicht quasi rausschwippt oder wie sagt man das? Rausquillt. Rausquillt oder so. ja. Auf jeden Fall, so sehen die Teile aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke euch allen. Ciao.